Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4. Heute zeige ich euch nochmal die AK-47 von, wo ich gekauft habe, von Red Star Militaria. Und es gibt natürlich da einige Fragen und Antworten, die ich nochmal beantworten möchte. Wir haben hier die AK-47. Natürlich ist es eine gebrauchte AK-47. Das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen, dass das hier eine gebrauchte ist, weil eine neue ist so eigentlich gar nicht möglich. Weil eine neue müsste ja produziert werden und dann deaktiviert werden. Das heißt, der Lauf musste zugeschweißt werden und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Das ist eine sehr das ist eine benutzte AKW-7. Man sieht hier auch die typischen Gebrauchsspuren am Holz. Hier haben wir die Waffennummer. Und man spürt, wenn man sie in der Hand hat, wirklich die Geschichte der Waffe. Dass diese Waffe wirklich eingesetzt wurde. Und ja, in Deutschland kann sich jeder Kriegswaffen kaufen, wenn sie abgeändert sind. Wie schon gesagt, die Waffe ist echt. Die wurde eingesetzt wirklich, um Dinge zu erobern oder so weiter. Ne? Jeder Kratzer, jede Beschädigung hat da seine eigene Geschichte. Jede Lackstelle spricht. Irgendwie aus der Seele. Wir haben hier Kimme und Korn. Wir haben hier die typischen Mechanismen. Hier Schnellfeuer haben wir natürlich auch. Dann haut es das hier schnell raus. Und habt ihr auch Interesse an einer AK-47? Dann schreibt mich an, wenn ihr Interesse habt, weil da kann ich euch beraten. Geht auf jeden Fall zu Red Star Militaria, da kriegt ihr gebrauchte Waffen. Und ja, wir haben hier auch ein ganz tolles Magazin, Leute. Das ist ein, ja, ein Magazin für eben die bösen Kugeln der Kalaschnikow. Na? Hier, das funktioniert auch. Hier hinten kann ich sie aufmachen. Und ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu meiner Kalaschnikow. Es ist ein tolles Produkt. Für 300 Euro kann man da nicht meckern. Ich würde euch sowieso nicht empfehlen, wenn ihr mal eine Kalaschnikow kaufen wollt, dass ihr euch so eine dass ihr euch eine Airsoft Kalaschnikow kauft, weil das ist eine Kalasch das ist eigentlich keine Kalaschnikow, sondern es ist ein Spielzeug, was einfach so aussieht. Holt euch doch lieber gleich das Echte. Holt euch doch lieber gleich 5 Kilo Power. Und ja, das ist einfach, man spürt, man riecht es. Man riecht Spaßpulver. Das ist das Tolle an der Waffe. Und ja, das finde ich einfach cool, weil das ist hier wirklich 100% original. Und das ist auch wirklich Geschichte. Und hier, wenn hier mal ein Kratzer drauf ist, wenn du hier einen AK-47 kaufst bei Red Star Militaria und da Lackstellen sind, dann ist das nicht irgendwie, weil der Händler irgendwie geschlampt hat, sondern liegt es daran, dass sie wahrscheinlich in Somalia eingesetzt wurde und der Pirat die AK-47 irgendwie so fallen gelassen hat und dann ist eine Lackstelle abgekracht. Das ist die Geschichte. Das sind Waffen. Waffen sind keine wunderschöne Schmuckstücke, die perfekt aussehen. Das sind verkratzte, beschädigte, verruchte Gans. Das ist geil. Haut rein, bis dann. Ciao.